Wisst ihr, wie das Schicksal funktioniert? Es versetzt uns in immer Ananas schwerer werdende Situationen, damit wir anfangen, darüber nachzudenken, uns zu ändern. Das Ziel des Schicksals ist es nicht, dass wir glücklich sind, sondern dass wir uns ändern. Und je schwerwiegender sich ein Mensch im Leben verstrickt hat, desto schwerer sind seine Bedingungen. Zum Beispiel müssen einige 25 Jahre lang im Gefängnis sitzen, um sich zu ändern. Und für andere ist es schon ausreichend, einen Vortrag zu besuchen. Das nennt sich dann schon gutes Schicksal. Die Veden erklären, dass sich die einen Menschen mit Hilfe von Wissen ändern und die anderen mit Hilfe von Leid. Sich mit Hilfe von Wissen zu ändern, bedeutet aber auch folgende Sache. Und zwar, dass ich das Schicksal und die Leiden akzeptieren muss. Eine Frau muss beispielsweise akzeptieren, dass man sich dem Mann im Leben unterordnen muss. Wie akzeptiert sie das? Mit Hilfe von Wissen. Sie weiß, dass letztendlich sowieso alles so sein wird, wie sie es möchte. Denn in familiären Beziehungen befindet sich die unbeugsame Kraft des weiblichen Charakters. In familiären Beziehungen ist eine Frau absolut unschlagbar. Ein Mann kann da überhaupt nichts machen, auch wenn er das denkt. So ist das familiäre Leben aufgebaut. Dieses Prinzip muss man verstehen. Für die Frau bedeutet das, dass sie dem Mann sein Recht geben muss. Zumindest äußerlich sollte sie sich ihm unterordnen. Darin befindet sich die weibliche Weisheit.